Bühe Sommerhaus, dieses Promi-Paar wurde abgeschossen. Aus der Traum vom Sommerhaus-Sieg. In der vierten Episode des RTL-Formats kämpften die Promi-Paare ein weiteres Mal um das Weiterkommen unter der portugiesischen Sonne. Neben einem windigen Wäscheaufhängen und einem heißen Flaschendrehen dominierte besonders der stetige Beef unter den Bewohnern die Folge. Am Ende zählten jedoch nur die Nominierungen und nach denen mussten Jens Büchner, 48, und seine Frau Daniela, 40, ihre Sachen packen. Da haben selbst die angestrengten Sympathieversuchen nichts gebracht. Weil sie in einem Spiel der Woche siegen konnten und durch ein überraschendes Gama ausgewählt wurden, konnten sich Mizella Schäfer, 34, und Felix Steiner, 33, sowie, 49, und, 49, sicher wissen, ihre Mitstreiter konnten sie nicht nominieren. So fiel die Wahl der anderen Kandidaten auf Jens und seine Liebste. Mit 5 Stimmen mussten die beiden sich geschlagen geben, das passte Jens jedoch gar nicht, ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen. Schon vor der Nominierungsrunde ging es im Sommerhaus jedoch ordentlich rund, beim feuchtfröhlichen Flaschendrehen knutschen Stefanie Schmitz, 24, und Dani Heiß, während Nico Gollnick, 28, seinen blanken Hintern zeigen musste. Könnt ihr den heutigen Rauswurf verstehen? Stimmt unten ab.